Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird es leckere Protein-Pancakes geben. Die könnt ihr schnell und einfach selber machen. Die sind schön fluffig und saftig. Mit komplexen Kohlenhydraten lassen wir uns nicht lange aufhalten. Weiter geht's. Was ihr dafür braucht: 60 Gramm Haferflocken, 10 Gramm Backkakao, 30 Gramm Erdnussbutter, 50 Gramm Heidelbeeren, könnt natürlich Himbeeren, Erdbeeren, was auch immer nehmen. Eine Banane brauchen wir, etwas Butter, ihr könnt natürlich Kokosfett nehmen oder irgendwas anderes, ist dann zum Anbraten für die Pancakes. Ein Stück dunkle Schokolade, also mindestens 85%, und 5 Gramm Backpulver. Wie es weitergeht, seht ihr gleich. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Protein. Ich nehme dafür Proteinpulver, es erhöht die biologische Wertigkeit und ist perfekt für die Süße. Also ich nehme das immer zum Süßen, ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen, wie Flavor Drops oder irgendwas anderes. Oder ihr genießt es einfach so. Die Banane als erstes zum Mousse quetschen, das schön klein machen. Dann geben wir den Backkakao dazu, das Backpulver. Dann rühre ich meistens das Ganze nochmal durch. Und jetzt gebe ich meistens die Haferflocken erst dazu. Ich habe die Haferflocken vorher schon mit dem Mixstab berührt. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt feine Haferflocken kaufen. Dann rühre ich das Ganze schön durch. Das ist ein schönen Teig ergibt. Vorne noch vergessen, ihr könnt noch ein bisschen Milch dazu geben, wenn der Teig zu fest ist. Einfach ein kleines bisschen, ich habe das jetzt auch nicht abgewogen, macht das immer nach Gefühl. So, jetzt bekommt das schon die richtige Konsistenz. Dann gebe ich jetzt noch einen Teil der Heidelbeeren dazu. Die andere Hälfte hebt man jetzt auf. Dann gibt ihr noch ein bisschen von der Schokolade dazu, die Hälfte. Also weiter geht's. Das Ganze immer auf mittlere Hitze, damit das nicht zu heiß wird und nicht zu schnell dunkel werden. Jetzt gebe ich die Masse einfach in die Pfanne und brate sie schön von beiden Seiten an. Ich lasse die meistens nicht zu lange braten, damit die noch einen schönen weichen Kern haben. Für mich sind sie jetzt schon perfekt. Wenn ihr sie innen drinnen noch also nicht ganz so weich haben wollt, dann lasst sie noch ein bisschen drinnen. Ich nehme meine jetzt schon raus. Wie ich das Ganze jetzt anrichte, seht ihr gleich. Jetzt sind wir wieder hier drüben gelandet. Jetzt brauchen wir die Erdnussbutter. Da gebe ich jetzt die restliche Schokolade rein. Das ist das Ganze hier schön geschmolzen. Dann rühre ich das einfach durch. Also ich rühre es mir jetzt ganz schnell durch, dass noch ein paar Stücke drin sind. Und dann gebe ich das Ganze einfach drüber und habt ihr eine leckere Erdnuss-Schokoladensoße. Ich könnte das Ganze natürlich auch ohne Erdnussbutter machen, aber ich mag die Kombination einfach. Jetzt noch die restlichen Heidelbeeren drüber geben. Ich habe jetzt hier noch ein paar Kokosraspeln und dann wäre das Ganze fertig. Lasst es euch schmecken, lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.